Yo, Olli, stopp! Warum? Hey, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren... Ach, haltet doch alle die Fresse, was soll der Sch... Leute, es ist kein wunderbares Video, es ist der gleiche Kram wie sonst auch immer. Mit den gleichen Menschen, die sonst auch immer mit dabei sind. Eigentlich ist jeder Tag wie jeder andere ein absoluter Haufen Sch... Aber ihr schaut es euch immer wieder an. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber... Wie geht's euch? Alles gut? Man kann sich unterhalten. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam deutsche Memes an und... Ja, und diese Memes sind gefertigt worden von Judo.exe und Jesus von Nazareth, zwei absolute Ehrenkanäle. Das kann man bei dem Kanal, der hier dabei ist, nicht behaupten. Der WiFi-D ist mit dabei. Lukas, ich bin wirklich froh, dass du keinen geregelten Tagesablauf hast und immer innerhalb von 10 Minuten ready bist für eine Aufnahme. Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem ersten Video. Deutsche Memes, die 10 Jahre auf dem Bau gearbeitet haben, Leute. Da wird es auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wild. Und Lukas, bist du bereit, ein bisschen zu lachen und zu kichern? Ja. Perfekt, halt dein Maul. Ja. Nicht lachen. Und wer lacht, Lukas? Der muss seine Freundin mit dem anderen teilen. Ich habe keine, selber schuld. Ich zerstöre. Ich will deine Freundin nicht, lass einfach gut sein. Besser ist es, Digga. Zerstörung der Presse? Kreative Leute machen die tollsten Dinge. Ich bin keine. Okay, so ist es. Wenigstens real. Alles klar für unseren großen Abend heute? Ja, das stimmt, der Bär. Heute drehen wir richtig ja. Alles klar. Cola, Chips, alles am Start gehabt, Energy. Alter. Heute sieht's ganz anders aus. Heroin, ja, das war's eigentlich. Mehr mache ich nicht. Bist du bereit? Alle habt ihr meine Oma gerade gedisrespected. Sage meinen Namen. Walter White gönnt 100 Millionen Euro. Oh Gott, nicht. Kennst du dieses Meme von wegen dieser Mann ignoriert deine 50-Euro-Donation? Oh, geil. Digga, der musste... Ey, letztes Jahr mit Monte gestreamt, Pummelparty zusammen, der geht weg. Der war eine Stunde lang weg. Der war bei 37.000 Zuschauern. Er kommt wieder, hat 45.000. Eine Stunde lang war sein Stuhl leer. Leute haben zugeschaut, abonniert, zugeschaut, donated. Ja, ja. Er hat nichts davon vorgelesen. Perfekt. Okay. Oh ja. Dein Vater. Ach, du Scheiße. Oh, nein, nein, nein. Ich bin nicht dein Bruder. Benutz dieses Wort nicht. Nenn mich bei meinem Namen. Ich bin von Bonn. Ja, Mao-Am gehört auch dazu. Mao-Am ist auch dabei. Mao-Am heißt das. Monschauer Senf, der wird hier irgendwie. Ich bin bereit für. Mao-Arm heißt das? Ah ja. Hey Leute, TikTok, auch die letzte komische App. Oh, die letzte komische App. Und jetzt kommt TikTok. Welcher Fahrzeugtyp bist du? Wahrscheinlich ein SUV, oder? No front. Aber auch korrekt, Digga. Standards gedacht nach 2 Tagen irgendwie fast 200.000 Follower, Digga. No front. Ja, das ich hab kein TikTok, no front. Ja, Fehler. Rechts, links, rechts. Alkoholparty ist komplett unnötig, man braucht das alles nicht, man kann auch so Spaß haben, ohne sich voll zu trinken und nicht so wild. Ich würde sagen, es ist ziemlich wild. Ich verstehe alles, außer das. Ein Vogel wird gesucht, wie soll ich einen Vogel fangen? Elefant, okay, Hund, ja, Katze, ja. Aber Mama, wie soll ich Vogel fangen? Soll ich Vogel fangen? Bro, er redet Real Talk, es ist einfach so, Digga. Ich frag mich das auch manchmal, wenn ein Wellensittichchen fliegt. Digga, der ist weg. Der kommt nicht zurück. Vor allem, wenn der meiner, dann Digga, meiner ist damals weggeflogen und wir haben den wieder eingefangen. Digga, der hört auf den Namen Hansi wahrscheinlich, oder Lukas? Der hört auch drauf, ne? Halt deine Fresse. Geld ausgezahlt werden, das wünschen sich die SPD-Kandidaten. Einfach Dicking im Hintergrund. Aber auch niedrigere Energiepreise. Da guckt das Dicking, siehst du, mit der Wasserflasche. Gar nichts, das Kapierer geht kaputt, oder? Nee, ich glaube, man sieht's einfach nicht, oder? Oh, jetzt pass auf, es kommt irgendwas raus. Es geht kaputt, es geht kaputt. Nein, nein, nein. Es läuft doch da durch. Was? Was? Junge, das ist echt, was denn, was? Das ist echt, ne? Who's that Pokémon? Upper Red. Mhm. Glaube ich. Einen frischen Pilz. Oh, Digga, Alter. Und 2 Eier. Hast du diesen Song gehört, Junge? Digga, ey, dieser Song absolut, ist... Absolut, ey. Wie heißt der nochmal? Der Song ist hier, Digga.
Alpha Alman? Nee, wie heißt der? Alpha Stein heißt der, glaube ich, ja. Knabbern, saufen und chiller. Labern. Chiller habe ich halt. Chiller? Ja, chiller habe ich nochmal. Ja, bei mir ja, Wochenende. Mann. Bei mir so Wochenende, also. Immer. Sieht immer diesen hier, oh ja, oh, guck mal mein Arsch, oh, ich mach hier zwei Kilo. Portal Gun jetzt nicht, ja. Alle guckt. Can you hear me now? Der Hafti da oben links, ist das da Visca Barca? Visca Barca, glaube ich. Okay. Also guten Befehl, alles. Guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Angela Merkel. Habe ich bisher noch nicht gemacht. Und auch nicht vor. Oh, der Gangster. Lass dich nicht einschüchtern, Thaddeus. Stell ihn dir einfach in Unterwäsche vor. Bro, immer noch absolut gruselig. Ich habe so Angst vor Jesus immer noch in meinem Bruder. Oh nein, Waschbrettbauch. Man weiß nicht, was damit gemeint ist. Oh, oh mein Fuß. Aber Real Talk. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Alles gut bei Kid Maeve? Boah, Digga. Jetzt wurde ermüdet. No front. Und getrunken hast du auch wahrscheinlich, ne? Ich bin ein Pennymarkt folgen, Digga. Bruder, hier haben wir doch auf jeden Fall die heiligen deutschen Memes, also rein damit, Junge, ganz wichtig. Notification Guy, check! Stock und Stein nach Hause, da sind wir doch noch so 10 Minuten zu Fuß da. Ich hab ein bisschen Acht, okay. Der Typ, der dieses 900 Kilogramm Kohl gekauft hat, Alter, der mein Taschenrechner da stand. Das ist mein Vorbild, Digga. Wenn ihr euch fragt, wie man Millionär wird, genauso. Atzlack. Baba, Haft, Mother. Real Talk. Was ist Hauptstadt von Deutschland? Berlin. Die hat einfach nur Mund offen. Hä, nein. Oh, Europa. Abfahrt. Bro, natürlich ist Europa die Hauptstadt von... Was ist Hauptstadt von Deutschland? Nein, Europa. Digga, welcher Mensch weiß denn sowas nicht? Was heißt Schnecke auf Englisch? Schreib... Sollen Sie es doch vorlesen? You know SpongeBob and Gary? You are Gary. Flirt Game on Fleek, Bro. Der bilinguale Boss. Du bist Schnicke. Du bist Schnicke. Ja, wichtig. Geklärt, Bruder. Jungs, ihr seid drin, ihr seid drin. Jetzt finde ich ihn gar nicht mehr scheiße. Ich finde ihn vielleicht sogar ein bisschen gut. Auch so ein Style mit den viel zu langen Haaren und der Brille dazu und weiß ich nicht. Cooler Typ. Perfekt, die Lara. Du sagst es. Weißt du, was ich mich frage? Wer ist denn jetzt der Täter? Oh, vor allen Dingen, ist das Lied von Stay High oder von UFO? Ich kann es dir gerade nicht sagen. Cooler Typ. Ich finde ihn jetzt nicht mehr kacke. Schatz, Aldi. Oh, Netto. Den hab ich selber gefunden. Du sollst mir nicht widersprechen, wir fahren im Aldi. Nein, du sollst mir nicht widersprechen, wir fahren nach Netto. Na komm, da fahren wir erstmal Kaffee saufen. Kaffee saufen. Okay. Kaffee saufen, Alter, Digga. Junge. Nein, ich bin kein Moslem, auch kein Christ, auch kein Buddhist. Seine Brille ist saudreckig, kann das sein? Ja. Da auf jeden Fall mal Scheibenwischer draufknallen. Auch kein Autist oder sonst. Stimmt. Bro, Autos ist keine Religion, aber... Ich liebe das Video. Digga, dieser Junge wird verrückt auf dieser Insel, Mann. Wirklich, Scheiße. Der muss da weg. Oh, was ist das? Hallo, Fresse, du meinst, Alter. Alter, eine Fresse. Digga. Imagine, du muckst ein Baby auf, Digga. Boah. Jetzt hier. Zu mir ein Mädchen in Dress oder so. Digga. Echt? Ja. Dam! Wie viel Was? Keine Ahnung, mir egal. Digga, was? Ja. Direkt alles klar. Weg, perfekt. Mhm. Geil. Olm, ich bin einfach back, Mann. Ich bin wieder zurück.
der Allerechte, Digga. Ich schwör nie weg, Junge. Ich schwör, ruft mich um 3 Uhr an, sagt, Umut, komm raus, ich komm raus. Junge, ruft mich um 6 Uhr an, weckt mich auf, macht Sturmklingel, sagt, ich komm raus, Schwänzlutz, ich komm raus, Schwänzlutz. Bro, der Spirit zählt. Es zählt der Spirit. Sind die Eier besprühen nächstes Mal wie beim Purex-Werbespot. Keine Ahnung, Alter, keine Ahnung. Thunfisch zum Walfisch. Was sollen wir tun, Fisch? Dann sagt der Walfisch, du hast die Walfisch. Dann sagt der Thunfisch, ich hab deine Mutter. Scheiße. Das Ding ist, imagine, du wohnst bei Lukas im Dorf und den lass die Tür offen und dann sitzt einfach seine Mutter auf der Tür, oh, Digga. Halt deine Schnauze, Digga. Sieht ja schön aus. Hast du es selber gemalt? Ja? Guck mal. Guck mal, du hast selber gemalt. Das ist schöner. Junge, Alter. Wenn du wirst heute 16, darum gibt es meinen Kopf. Yo, Olli, stopp! Warum? Stopp, Digga! Das ist der einzig wahre. Erstmal ein Foto machen. Ich hatte mir so eine App für mein Handy, die heißt Untapped. Da kann man so seine, als Bierfreund, seine ganzen Biere, die man so trinkt, die verschiedenen Sorten, eintragen und bewerten. Das ist ja eine Geschäftsidee. Absolut arschgeil, Digga. Die Craftware-Community dankt dir, Bro. Jetzt erstmal so, kennst du diesen einen weirden Homie, der so bei dir hängt? Und der hat so ein bisschen zu viel Vintage-Klamotten an und da fängt er so an, oh, habt ihr Bier? Und dann gibst du ihm Bier und er sagt so, ah, Bro, Craft-Bier, kennst du Craft? Und dann sag ich, raus, Digga, dann fängt er mir an, davon zu erzählen, dass das Bier gerade in so einem alten, in einer alten Badewanne in irgendwo... Ach, halt deine Fresse. Zock weiter, Patrick, zock weiter! Oh, alles auf, ey! Käse, Eier, Butter, Eier... Ja, Mann. So nicht. Ah, doch, genau so. Das waren jetzt 5 Sekunden. Oh. Bro, imagine, du boostet Harald Lesch, Alter. Die sind einfach weg. Die kommen auch nicht wieder. Ja. Ich raff's nicht. Hoffentlich werde ich jetzt mal irgendwas Cooles, ey. Ja. Nochmal. Boah, Digga. Digga. Safe, Pasadena, California, safe kein Raketenstart, oder? Ja. Lost war eine coole Staffel, hab ich mir auf 3 Tage nonstop reingezogen. Wirklich Hammer. Mensch! Ey, BK, Aldo. Oh, Digga, das springt jetzt eh da in unser Gesicht. Springt und die Kamera. Ja, komm, Junge. Oh, Ehrenmann, Digga. Ähnlich. Jetzt geht's weg und es kommt wieder. Er schreibt auch zurück, sehe ich gerade hier, mit den Worten, bin raus, Amina Kuyim. Was auch immer. Das. Was ist eigentlich bei Jens aus Rastatt gerade los? Nicht kaputt machen das Geschirr, wir brauchen das nochmal. Wie alt bist du denn? Ich werde 14. Oh, das, gut, das kann man gelten lassen. Sag ich jetzt mal. Ob jetzt 14 oder 18 ist eigentlich egal, oder? Auf mein Video reagiert, Leute. Und er hat mich einfach ausgelacht. Er hat mich ausgelacht und das finde ich nicht cool. Und deswegen habe ich eine Frage an Justin. Sieht man das? Coca-Cola. Junge hat auch erneut auf meinen Stream reagiert. Aha. Und er war richtig nett zu mir. Er hat gesagt, dass ich eine Legende bin. Das nehme ich zu Herzen, Junge. Der Flug nach Madeira ist schon gebucht. Und dann können wir vielleicht bald mal zusammen eine Cola trinken.
Oh, Digga, zusammen noch mit Leo Mascher, dann läuft's ja wieder. Digga. Ja, im Club, Bro, du hast sicke Moves, Bro. Und dann kommt der Energy und ja, dann ist eh vorbei. Ja, aber inzwischen nicht mehr. Der wird, glaube ich, langsam zu dick. Ist so? Ja, ne? Ich glaube, der kann nicht mehr tanzen. Ich stell mir gerade so vor, wie du ausrastest. Ja, Dings, ich habe meine Mutter gefragt und boah, muss furzen. Ja, boah, nochmal. Oha, okay. Heute nicht nur mit Ton, sondern auch mit Bild. Wow! Leute, ich würde sagen, da sind wir auf jeden Fall jetzt am Ende angelangt. Es reicht an der Stelle. Ich weiß übrigens auch nicht, was ich da links mache. Keine Ahnung, Alter. Nico und ich kannten uns damals schon. Ich habe tatsächlich damals Nico zu YouTube gebracht. Man sieht's hier, der Beweis. Lukas, möchtest du noch irgendwas sagen? Deinen Kanal oder sowas vielleicht noch irgendwie promoten? Nö. Perfekt, halt's Maul.